Oh Mann, ist das geil. Es ist endlich soweit. Südberlin Maskulin ist am Start und zerficken Rap Deutschland. Frank Wild und Godzilla bringen den Original Agro-Berlin-Style zurück. 29. August. Das Album, auf das alle gewartet haben, steht endlich in den Läden. Checkt auch auf Agro-TV die Videos zu Ich bin ein Rapper und wenn der Beat nicht mehr läuft. Agro-Berlin, Label Nummer 1. Agro-Radio. Ich bin noch Rapper, wenn die Hater kommen, ich abstechen auf der Street. Wenn die Medien sagen, ein Rap ist uns zu explizit. Ich bin noch Rapper, wenn der Scheiß nicht mehr im Trend ist. Wenn jeder mich dann disst und wenn du nicht mehr mein Fan bist. Wenn die Leute mich dann anspucken, wenn die Groupies nicht mehr Schwanz lutschen und die Videos nicht mehr angucken. Deutschrap 2008, wir müssen uns vor ganz ducken. Wenn ich zu Boden gehe, starte ich halt von ganz unten. Ich bin ein Rapper, guck, ich hatte keine Wahl. Mama sagte, such die Arbeit, Arbeitsamt, ich war einmal da. Was hatte ich mir da eingebrockt? Ich hatte keinen Bock, keinen Job. Alles, was mir gelten, kommt aus meinem Kopf. Ich bin auch Rapper, wenn die Kids nicht mehr die Platten kaufen, die Industrie weiter ficken und die Platten saugen. Ich bleibe hier, auch wenn alles den Bach runtergeht. Wir bleiben Rapper, auch wenn kein Mensch mehr uns versteht. Ich bin ein Rapper, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche 365 Tage im Jahr. Ich bin ein Rapper, ich hab nur diesen einen Versuch. Egal was der Rest sagt, ich hab's einfach im Blut. Ich bin ein Rapper, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche 365 Tage im Jahr. Ich bin ein Rapper, ich hab nur diesen einen Versuch. Egal was der Rest sagt, ich hab's einfach im Blut. Ich bin ein Rapper, solange das Blut durch meine Venen pumpt, auch wenn mir vom Alkohol jeden Tag der Schädel brummt. Ich bin noch Rapper, wenn die Kritiker mich totschweigen. Wenn sie in den News den ersten deutschen Rapper tot zeigen. Wir sind Rebellen, Junge, Berlin macht Welle jetzt. Wenn sie mich einsperren, bin ich der, der in der Zelle rappt. Ich bin ein Rapper, und wenn ich nachts die Augen schließe, steh ich auf und geh dann aus der Krise. Denn ich bin auch ein Rapper, wenn mein Hype nicht mehr da ist. Wenn ich ins Studio komm, mein Mic nicht mehr da ist. Wenn dieser Flair dann schon bald mehr kein Star ist. Dann kann ich sagen, aus vorbei, Mann, dann war's es, wenn dann keiner mehr meinen Arsch küsst. Doch ich bleib ein Rapper, fremd in meinem Land, deutsche Welle, ich bin ein Einzelkämpfer. Weil ich Flair bin, zieht jeder von euch gleich sein Messer. Wir sind Rapper, weil wir jeden Tag den gleichen Schnitt. Ich bin ein Rapper, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche 365 Tage im Jahr. Ich bin ein Rapper, ich hab nur diesen einen Versuch. Egal was der Rest sagt, ich hab's einfach im Blut. Ich bin ein Rapper, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche 365 Tage im Jahr. Ich bin ein Rapper, ich hab nur diesen einen Versuch. Egal was der Rest sagt, ich hab's einfach im Blut. Ich bin auch ein Rapper, wenn die Platte dann floppt, wenn mich Agro dann droppt mit einem anderen Job. Bin ich auch ein Rapper jung und dafür danke ich Gott, dass ich weiß, wer ich bin und ich wandere am Smog. Denn wenn du nix hattest, liebst du deine Kette, die du trägst. Und es kommt nicht darauf an, wie viele Rapper du jetzt schlägst. Denn du bist ein Rapper oder einer unter vielen. Denn es ist Ghetto, wir haben keine Zeit zum Spielen. Ich bin ein Rapper, ich hab keine Zeit zu dealen. Das ist groß auf CD, ich leg die Lines auf den Beat. Ich bin noch ein Rapper, egal wie schlimm es hier ist. Schalte durch, schalt den Kurs auf diesem sinkenden Schiff. Du siehst keine Sonne, wenn du die Stadt überblickst. Musst du irgendetwas tun, sonst liegt die Stadt über dich. Dreh die Zeit zurück und ich würd's nochmal genauso machen. Und ich würd's nochmal genauso machen. Ich bin ein Rapper, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche 365 Tage im Jahr. Ich bin ein Rapper, ich hab nur diesen einen Versuch. Egal was der Rest sagt, ich hab's einfach im Blut. Ich bin ein Rapper, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche 365 Tage im Jahr. Ich bin ein Rapper, ich hab nur diesen einen Versuch. Egal was der Rest sagt, ich hab's einfach im Blut. Yo, willkommen hier bei Agro Radio. Heute am Start, kurz vor Album-Release, erstmal Südberlin Maskulin, dann noch der Mann mit dem Klang, Tony Damager. Dann haben wir auch noch den Stolz aller Ostlern auf Tash, Gorilla. Und wir haben noch einen Phoner mit D, Deadlift D, Soest, Alter. Korrekt, Alter. Aber jetzt haben wir erstmal Südberlin Maskulin, Südberlin Maskulin. Wie geht's euch, Alter? Was ist, Alter? Jo. Mann, alles klar, Alter. Alle gechillt, oder was? Ja, auf jeden Fall. Übelst gechillt. Okay, kurz vor Album-Release, Alter. Seid ihr aufgeregt so? Ich sag mal so, naja, das Album kommt jetzt am Freitag. Ist ein krasses Album geworden. Ich bin sehr stolz. Cool. Frank ist auch sehr stolz. Cool. Und jetzt, naja, ist die Sache, Alter. Hop oder Top, Top oder Flop. Kann man nicht wissen, Alter. Wir sind hoch motiviert. Wir gehen auf Tour. Haben Bock und so. Werden wir hoffen, die Resonanz wird dann geil sein. Aha. Und abgesehen davon, wie gesagt, ob jetzt ein Top in den Charts einsteigt oder irgendwas. Allein die Respektsache ist auf jeden Fall krass. Allein man hat es gemerkt in den Bezirken gerade, in Südberlin auch und so. Allein vom Respekt cool. Bringt es auf jeden Fall schon mal
Sehr viel, Alter. Korrekt, Alter. Ihr wart gerade auf der Games Convention. Was habt ihr da gemacht? Jo. Tier 11, Freitag, Samstag, Auftritt. Und wie war Stand. Auftritt? War geil. Ein Traum. Ja. War cool? Ja, war geil. War geil. Viele aus Tessen, Alter. War das erste Mal auf der Games Convention für euch? Nee, ich war da jetzt schon das zweite Mal. Zweite Mal? War nicht jetzt hintereinander? Ich war das erste Mal da. Ah. Du erste Mal da. Und leider sind wir nicht dazu gekommen, Alter. Ich wollte eigentlich so einen geilen Flugsimulator, habe ich gehört. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Habt ihr nichts gemacht? Nicht rumgelaufen? So. Ich wollte, aber wie gesagt, du kennst ja, dann hast du dann deine Pressetante an alleine. Alter, die zieht dich dann halt. Bitte dahin, Bildinterview noch gemacht. MTV, was war noch? Und noch ein Interview und dann schnell wieder weg. Asi. Und dann am nächsten Tag wieder hin und dann als Fresse. Aber wie gesagt, geile Bitches. Die hasst Hessen, Alter. Ich habe auch eine klar gemacht. Echt? Unter uns, eine habe ich klar gemacht. Korrekt, so muss sein. Ey, ich würde jetzt gerne den Namen sagen. Allein der Name, Alter. Echt? Sag mal. Nein, Mann, Alter. Am Ende kriegst du einen Korb, Alter. Mann. War sie angezogen oder nackt? Naja, halb. Na, halb, ja, halb, halb. Da gibt es ja so Kategorien, so nackt und angezogen. Naja, die, also, okay, dann war sie nackt. Korrekt, Alter. Ihr habt seit 2 Wochen habt ihr das Video zu eurer Single Ich bin ein Rapper draußen. Ja. Erzählt mal ein bisschen dazu, da ist ja viel Thematik drin auch. Ja, ist auf jeden Fall dadurch, wie gesagt, gerade alle kotzen ab und so, alles geht ein bisschen in Arsch und so. Und wir sagen halt, wir sind Rapper auch, wenn alles kaputt geht, egal, weißt du, gerade so ein Statement halt abliefern. Jedem geht's halt gerade irgendwie scheiße, jeder ist am Hader mit dem Schicksal und so, ob das alles noch was bringt und so. Und wir, gerade, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich stehe gerade besser da als je zuvor, weißt du, so was finanziell und überhaupt durch Rap, was dabei rumkommt und alles. Und für mich ist es gerade ein Traum und deswegen stehe ich auch dazu, weißt du, weil Rap hat mir alles gegeben, alles, was ich heutzutage habe so und deswegen kann ich auch voller Stolz sagen, ich bin ein Rapper. Cool. Jetzt sieht ihr das so mit so Ende, so wie Optik jetzt zum Beispiel, dass die halt vorbei sind, sag ich mal, dass die Label vorbei, Royal Bunker hat auch zugemacht und so. Ist das so ein bisschen davon, wo ihr rappt so, weil ihr seht so bei manchen Leuten, die eigentlich erfolgreich waren oder so. Na, der Song wurde ja geschrieben, da wussten wir ja noch nichts von Optik. Und aber so daran angelegt, man hat es ja schon so ein bisschen gerochen, dass irgendwie ein bisschen Umbruch kommt. Naja, für mich waren diese Labels wie Optik und Sami Zayn Label und so, das waren immer so eine Pseudo-Labels für mich, weißt du, was ich meine? Weil ich wusste ja, dass das in erster Linie geht es ja bei Optik nur um Savage und der zieht ja die Leute einfach nur. Mhm. Deswegen eigentlich hätte der auch das als Gang etablieren hätte können, weißt du, was ich meine so und das wäre dann dasselbe Prinzip gewesen so und ich meine, wenn man das dann halt so offiziell aufziehen muss wie ein Label und so, dann muss man halt auch viel Kohle am Start haben, ist klar. Und das ist natürlich traurig für Rap und für Hip-Hop und so, wie gesagt, aber keine Ahnung, ich glaube, die machen alle ihr Ding weiter, ist cool, Mann. Aber ihr denkt nicht ans Aufhören oder sowas? Nee, das ist ja auch das, was wir in diesem Song Ich bin ein Rapper erzählen, so, weil wir rappen ja, weil wir rappen müssen, Alter. Ist ja genauso wie wenn jetzt mir meine Freunde sagen oder mein Chef sagt zu mir, ey Flair, mach mal Urlaub, geht nicht, Alter, ich kann keinen Urlaub machen. Ich rap original seit 5 Jahren jeden Tag, also was für ein Scheiß. Wenn ich 3-4 Wochen in Urlaub fahre, Alter, dann habe ich Rappen original verlernt, denke ich. Weil dann denke ich, oh mein Gott, Alter, ich komme wieder und ich werde nicht mehr rappen können. Glaubt ihr trotzdem, dass die Entwicklung von Deutschrap positiver ist, also viel besser geworden ist, auch wenn, sag ich jetzt mal, manche Leute halt aufgehört haben, Labels zu machen oder viele Rapper auch jetzt gerade Mode hören auf, so ja, Manuel zum ersten Mal, Echo, bla, alle hören auf zu rappen. Es ist zum ersten Mal wirklich so von der Straße. Es ist zum ersten Mal, jeder, der jetzt rappt, egal wer jetzt kommt, es ist auf jeden Fall erstmal klar, dass du von der Straße kommen musst, Alter. Und wenn du nicht von der Straße kommst, dann musst du halt so tun, als wenn du von der Straße kommst, sonst will keiner was von dir hören. Wird sich ja rauskristallisieren am Ende. Wer wenn ja. den nötigen Biss hat und den Elan und das richtige Team, der wird auch bestehen bleiben. Und wenn die anderen das halt nicht haben, Alter, dann sind die halt am Arsch. Und das ist cool, das ist wie, keine Ahnung, das ist wie im Zoo, Berlin Zoo, Alter. Das ist wie im Messe, das ist wie im Tierreich. Der Stärkste überlebt, Alter, und so ist es halt nun mal. Gefressen und früher, Alter. Genau, und früher war das halt einfach nur ein Rumgeschwule vom Feinsten, Alter. Und keiner war cool, keiner war dope, aber alle dachten, die sind die coolsten. Und dann kam irgendwann so eine Gang wie Agro Berlin, beziehungsweise GBZ war ja schon damals so der Anfang, oder West-Berlin Maskulin. Weißt du, was ich meine? So, wo man halt gemerkt hat, krass, Alter, so, das ist relevanter Rap und so. Und das ist einfach jetzt auch der Punkt. Und dieses ganze Gequatsche, jetzt kommt hier Gangster-Rap-Modus out und bla bla bla. Weißt du, dieses Schubladendenken kommt da wieder hoch, was die Deutschen alle haben. Und die Leute, die jetzt erzählen, dass Gangster-Rap out ist, die haben vor 5 Jahren auch nicht gesagt, dass wir in sind. Verstehst du, was ich meine so? Deswegen ist doch eigentlich voll scheißegal. Also so gute Musik ist gute Musik, fertig. Okay, dann machen wir kurz eine Pause, Alter, hören noch einen Song, Alter, und dann quatschen wir gleich weiter. agroberlin.de Frank White zurück, Alter. Süd-Berlin maskulin.
okay. Mein Leben ist ein Auf und Ab. Guck, ich halt auf Mike im Game. Doch hab auch Probleme, weil mich viele Leute falsch verstehen. Ich mach auf arrogant, weil viele Leute Neider sind. Doch komm zusammen, du bist korrekt, dann weiß ich, dass wir's beide sind. Sie wollen mich jagen, warten an den Straßenecken. Wissen nicht, was Hip-Hop ist, können ich diese Parts zu rappen. Meine Mucke ist nicht plump, das ist Therapie. Denn ich rap, was hier jeder sagt, jeder hört und jeder sieht. Scheiß auf Geld, die Family ist da für mich. Die Fans, sie sind da für mich und ja, ich bin noch da für dich. Dieser Song hat eine positive Message. Doch ich so verkrampft, das ist positiv und lässig. Ich hab so oft einfach sinnlos gedisst. Und wenn ich nicht mehr disse, merkst du dann, wie sinnlos du bist. Junge, das ist Entertainment, G-Rap auf Deutsch. Denn ich bin auch ein Mensch, wenn der Beat nicht mehr läuft. Komm, ich mach mein Ding, wenn der Beat nicht mehr läuft. Maskulin, maskulin, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ich leb mein Leben, wenn der Beat nicht mehr läuft. Jeden Tag unterwegs, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ich seh mein Geld, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ich häng mit der Game, wenn der Beat nicht mehr läuft. Bin mal hier und mal da, wenn der Beat nicht mehr läuft. Mann, ich bin wie ich bin, wenn der Beat nicht mehr läuft. Wenn der Beat nicht mehr läuft, sind wir alle auf uns allein gestellt. Solange ich rap hier, mach ich mit den Zeilen Geld. Bin ich zu Hause, dann starte ich als Familienmensch. Es wird schwer, du musst Karriere und Familie trennen. Ich bin wie ich bin und versteh mich nicht. Deutschrap ist eine Nutte und ich schell die Bitch. Es geht kreuz und quer, es geht auf und ab. Südberliner Penthouse und ich bounce im Tag und Tag. Okay, sind wir wieder hier zurück bei Agro Radio und was ich noch fragen wollte war, erzählt mal in, du erstmal in drei Wörtern Südberlin Maskulin das Album. Wie ist das im Endeffekt geworden für dich so in drei, vier Wörtern? Deep, hard, rough, hard, killer, Gangster, Gangster, hard, Gangster. Vier Wörter? Gangster, Gangster, Gangster. 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 Du hast ja eben gerade schon gesagt, so für dich läuft es gerade am besten eigentlich so. Du hast ja vorher auch schon Sachen rausgebracht, aber ja, sag ich jetzt mal, nicht so gescheint jetzt wie halt mit ja. Flizzy. Wie ist das für dich so? Bist du da mehr nervöser als sonst bei Releases so, wenn du dein Solo-Album gemacht hast oder so? Ist das für dich jetzt krasser irgendwie? Ja, das heißt nervös. Ich habe ja schon gesagt, top oder top, wird man ja jetzt sehen. Ich sehe, dass es mir sehr viel gebracht hat schon. Und das kann ja nur für mich jetzt krass werden, weißt du? Also wenn ich jetzt sage, ich charte jetzt auf 83 und sag dann, scheiße, jetzt bin ich unzufrieden, so, das wäre ein Widerspruch eigentlich, weißt du? Also ich habe natürlich den Anspruch, dass es so krass wie nur möglich geht. Und aber man muss gucken, Alter. Also ich bin so, ich lebe da in den Tag, Alter. Also ich habe natürlich schon meine Vorstellung von der Zukunft, dass es natürlich noch mehr abgesteppt wird. Aber ich sag auch immer gerne so, was nicht in meiner Hand liegt, so, darum mache ich mir auch keine Gedanken. Ich kann nur meine Arbeit so krass wie möglich machen und dann, wie es am Ende ausgeht, steht da den Stern. Für dich, Flair? Normal, Sterni, wa? Release, yo. Ich mach schon das nächste Album. Achso, du meinst. Oh, entschuldige. Hey. Bester Track der Welt, wa? Bester Klingelton der Welt. Rosan. Agro Radio, ich kann grad nicht, Dicker. Ich muss dich gleich zurückrufen, ne? Ja? Yo, was du bist ja bestimmt nicht mehr nervös vom Release oder so, nee. Aber ist da ein bisschen mehr Feelings jetzt bei so bei Südberlin Maskulin oder anderes Feeling als bei so Ja, anderes Projekten? Feeling, also viel entspannter, Alter, weil jetzt, wie gesagt, man teilt sich ja den Druck und man teilt sich ja die Aufgaben und was noch dazu kommt, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, Südberlin Maskulin wird ein Untergrund-Agro-Projekt, Agro wieder Hardcore, es geht nicht um Charten, es geht nicht um Welle machen, es geht einfach nur darum, einfach das mal wieder zu machen, was wir schon immer gemacht haben. Ihr habt ja letztes Mal noch einen mitgebracht. Reason? Reason auf jeden Fall. Wo ist der? Der ist nicht dabei? Nee, der hat gerade zu tun, sein Sohn ist auf der Welt, weißt du, sein Sohn ist jetzt seit circa 2 Monaten am Start, wa? Oder einen Monat, glaube ich. Dann alles Gute auf jeden Fall. Ja, viele Grüße an JJ, Alter. Ja, yeah, korrekt. Ihr bringt eine limitierte Auflage einer Südberlin Maskulin DVD raus. Yes. Habe ich gehört. Worum geht es da? Es geht um das harte Leben auf der Straße. Das Leben auf der Straße ist nicht leicht, viele sterben ohne Grund. Krieg ist die Devise, Junge. Maskulin Gangster. Aber so unterwegs gewesen, so Auftritte irgendwie gefilmt, so Games Convention und sowas sieht man da alles drauf oder ist nee. Echt nur live? Nee, gerade nicht, weil das sowas, so eine Scheiße gibt es auf jeder DVD, dieses Konzerte und weißt du, dieses öffentliche Ding, so, das gibt es ja überall. Wir wollten mal das hinter den Kulissen zeigen, dass wenn der Beat nicht mehr läuft, mäßig, weißt du, wenn der Beat nicht mehr läuft, was mache ich denn dann, wenn ich nicht Rapper bin?
Weißt du, was ich meine? Und das alleine ist ja für die Leute schon ein großes Kino, Alter. Also hat man einen kleinen Einblick in das, was hinter den Kulissen läuft. Wenn ja, wir laufen einfach bei uns rum in Südberlin. Wir gehen etwa Pizza essen, wir gehen zum Friseur, wir fahren ein bisschen rum in der S-Klasse. Wir machen unser Ding, Alter. Und wie gesagt, und die Leute sehen halt mal, wie es bei uns aussieht. Das wird extra rauskommen oder so als Premium-Edition mit dem Album denn? Oder? Das kannst du halt nur bei Downstairs holen, die DVD. Okay. Das ist halt derselbe Preis, dann kaufst halt die Premium-Edition und kriegst halt dann bei Downstairs noch die DVD dazu. Genau, und später wird es dann halt wahrscheinlich nochmal eine längere Fassung geben von der DVD. Da kommen dann halt auch nochmal Sachen mit Auftritten und so. Aber das ist jetzt auch, wie gesagt, erstmal wichtig, sich das so zu besorgen. Gibt es irgendwas Neues von Psalm 23? Ja, wie gesagt, die Shirts sind jetzt da, einige Muster, einige wenige ausgewählte Prominente wurden schon versorgt mit dem Stuff. Also ich hoffe, dass Sido im großen Popstars-Finale halt ein Shirt anhat, so, damit wir dann mal ein bisschen Welle machen, so fernsehmäßig. Die Internetseite geht bald online, psalm23online.de. Und wie gesagt, ich kümmere mich da jetzt drum. Ja. Wie ist es, wenn man hört oder sieht, dass man bei den Celebrities bei Christian or DJ auf der Seite ist? Ja, ist schon geil, Alter. Man denkt jetzt, okay, man ist jetzt Millionär, aber ist dann irgendwie doch nicht. Aber ich sag mal so, neben so einem vercrackten Britney Spears Bild, dann glänzt man halt auch. Geht mal auf christianodg.com, da bei den Celebrities seht ihr meine Fresse oder so, dann könnt ihr mal sehen. Oh, meinst du irgendwann mal anrufen bei Christian und dann lässt du mal Psalm 23 von ihm designen? Ja, das wäre natürlich ein Traum, Alter. Na, geil, oder? Aber das ist, glaube ich, ein bisschen wie ein Feature mit Eminem. Hast du auch so, willst du auch Klamotten irgendwann machen oder mal so? Mal gucken, jetzt erstmal den Namen pushen, Alter. Und dann. Ja, erst dann Topmodel bei Psalm 23. Ja, korrekt. Du hast gesagt vorhin, ihr geht auf Tour. Wo geht ihr auf Tour? Wann geht ihr auf Tour? Die Tour geht am 16.10. los, 12 Dates. 17. ist Berlin. Ich weiß jetzt leider nicht die genauen Daten im Kopf. Aber wird auf jeden Fall ein krasses Ding. Also wir machen nächste Woche die Show und wollen da auch krass auf die Kacke hauen. Geht ihr alleine auf Tour, nur ihr beide, oder nehmt ihr noch jemanden mit? Ist noch nicht 100% klar, ob Desio mitkommt oder Reason. Also wir brauchen noch einen DJ. Mhm. Und Vorgruppe oder sowas? Nee, Vorgruppe dann halt nur die lokalen Atzen, die dann halt da am Start sind. Weißt du, Nürnberg vielleicht Automatik wäre geil. Oder sind wir Nürnberg überhaupt? Ich weiß nur, Nürnberg kommt immer Automatik, Alter. Und München kommt immer Dings. Wie heißen die, Alter? Mann, wie heißt der, Alter? Letztens in der Hip-Hop-Bravo war der auch so eine Fotostrecke. Egal, es kommen halt in jeder Stadt jeweils fast immer dieselben, Alter. Ja, klar, wenn man die kennt, dann. Ich meine, wir haben jetzt auch keinen Pyro-Action dabei oder so, aber wir machen das schon. Wir werden da schon die Bühne brennen lassen. Gute Show. Mit Anzügen rauf und Maske und richtig hardcore. Ja. Nächste Single, habt ihr schon eine Single? Nächste? Nö, gibt's nicht. Es gibt bis jetzt keine nächste Single. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie sich das Ding verkauft, Alter. Und wenn da noch Geld da ist für eine neue Single und so, dann, wie gesagt, können wir das gerne machen. Aber es muss auch alles es darf nicht das Budget sprengen, es darf nicht den Rahmen sprengen, es muss alles noch runter. Und bis jetzt sind wir gut dabei mit 100-Euro-Video und das andere war auch nicht. Ja, vielleicht drehen wir noch ein 100-Euro-Video und läuft es doch bei THS, alles gut. Ja, zwei coole Videos auf jeden Fall gemacht, ja, danke. Das ist schon gut. Die Single kommt übrigens auch am 29.08., das vergisst man immer gerne. Und wo das Album rauskommt, kommt auch die neue Online-Single von Ich bin ein Rapper mit zwei Bonus-Songs noch. Cool. Sollte man auch auschecken, iTunes, glaube ich. Ja. Ja. Wo ihr die sonst auch immer herkriegt, da werdet ihr schon. Bisher wo, ne? Wenn nicht, checkt einfach Agro Berlin und dann sieht ihr schon im Netz, Alter. Da gibt es bestimmt die Links dazu, auf jeden Fall. Cool, ey, dann danke ich Südberlin Maskulin. Vielen Dank, Alter. Zilla Flair auf Tash, Alter. Okay, kommt wieder vorbei, wenn ihr nächstes Mal Südberlin Maskulin 2 oder nächste Single. Immer gerne, Alter. Ich hab gehört, deine Lieblingsrapper 2 kommt, Alter. Ja, hab ich auch gehört. Jo, krass, frag mal Harris, Alter, da kann uns vielleicht weiterhelfen, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mal meine Lauscher aufmachen, Alter. Okay, Alter, dann bis gleich hier bei Agro Radio. Baby. Frank White, Godzilla, live in deiner Stadt. Vom 16. bis 29. Oktober ist das neue Deutsch-Rap-Dreamteam live auf Tour und bringe den Agro-Berlin-Style in deine Stadt. Die Maskulin-Tour 2008. Check die Dates und Tickets unter agroberlin.de. Es wird gefeiert, bis der Beat nicht mehr läuft. Agro Berlin, Label Nummer 1. Jetzt exklusiv bei Agro Radio. Egal wo ich geh, quatsch mich alle voll. Ich bin dies, ich bin das, ich bin so ein Proll. Egal wo ich geh, quatsch mich alle voll. Komm raus aus dem Ghetto, doch ich bleibe meiner Gegend treu. Agro Radio, exklusiv. Schöneberg, was los? Kreuzberg, was los? 36, Südberlin, was los? Los, guck mich an.
Rap, Aschisi. Oder bist du blind, das ist Maskulin-Zeit. Ich box, Benzin-Fight. Mein ganzes Leben ist so, so unglaublich. Ich geh in den Laden, sag yo, yo, das kauf ich. Jeder weiß, man, ich tick, tick, nicht richtig. Fick auf deine Welt, nur die Klick, Klick ist wichtig. Maskulin, wir sind big, big im Business. Big, 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 big im Business. Ich bin das King of Rap, weil es Fakt ist. Dein Label bringt dir nichts, weil es verkackt ist. Ich bin der Ficker, nicht der Gefickte. Ein Rap und nicht, ich fick, fick Konflikte. Ich bin am Start und ich pump, pump Gewichte. Ich hab jeden Tag ein Song und Geschichte. Egal wo ich geh, quatsch mich alle voll. Ich bin dies, ich bin das, ich bin so ein Proll. Egal wo ich geh, quatsch mich alle voll. Komm raus aus dem Ghetto, doch ich bleibe meiner Gegend treu. Tempelhof, was los? Schöneberg, was los? Kreuzberg, was los? Berlin, was los? Ich rap hart, ich push, push mein Ego. Mein Song macht richtig, du push, push wie Hero. Scheiß auf dich, ich häng im Kiez ab. Mann, ich schieß dich ab, bang, bang am Schießstand. Ich bin der wie ich kack von Deutschrap. Es seid ihr Ghetto, dann rennt ihr Toys weg. Deine Olle, die Bitch, ich kenn sie. Gib ihre Nummer, ich tipps ins Handy. Ich lach mich tot, haha, und flexe. Das sind haha, Sexe. Einfach Mann, ich chill bei Agro. Komm in die Arena, du wirfst das Handtuch. Seltener Lifestyle, gangbang. Wenn ich komm, besser Ende. Du bist kein Gegner, ich hasse dein Scheißface. Check das Video und klick bei MySpace. Egal wo ich geh, quatsch mich alle voll. Ich bin dies, ich bin das, ich bin so ein Brot. Egal wo ich geh, quatsch mich alle voll. Komm raus aus dem Ghetto, doch ich bleibe meiner Gegend treu. Tempelhof, was los? Schöneberg, was los? Kreuzberg, was los? Vergiss nicht, wo du herkommst, Junge. Ich bin down mit der Street, down mit der Street, yeah. Maskulin ist im Ghetto und du weißt, Mann, da draußen ist Krieg, da draußen ist Krieg. Ey Manns, Agro-Radio. Ja, hallo! Ja, willkommen zurück hier bei Agro-Radio, Alter. Er ist endlich da, Tony D. Tony Disco. Tony Disco! Wie geht's dir, Alter? Erzähl mal. Mir geht's gut. Ja. Immer geht's mir noch gut. Der Sommer ist schon wieder vorbei, Alter. Was hast du im Sommer gemacht so? Irgendwelche Freizeitaktivitäten? Ja, ich war viel weg. Im Sommer so. Party machen oder so? Schon ein bisschen Party gemacht hier und da. Und auch gearbeitet. Ich war öfters in Hamburg und so. Bei Gordon. Ja. Flash. Gordon. Ja, wie gesagt, viel Party gemacht. Gearbeitet. War ein durchwachsener Sommer. Aber ich fand ihn cool. Du warst ja auch zwischendurch ein bisschen fleißig und so. Du hast was gemacht. Am 29.08. kommt deine E-Single. Der Mann mit dem Klang. Eine Elektronummer. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Das Ding habe ich bei Gordon gemacht, wo ich in Hamburg war. Das haben wir eigentlich so aus Fun gemacht. Kann man mir wirklich glauben. Also wie gesagt, wir haben immer sehr viel Spaß beim Arbeiten und das Ding ist so aus einer Schnapslaune entstanden. So. Also wir haben gerade gespielt, so Pause gemacht und haben FIFA 08 gespielt und ich habe Gordon voll abgezockt. Auf jeden Fall, dann kam er nicht klar, irgendwie hat immer gesagt, keine Chance, Tony gewinnt und so. Korrekt. Wie gesagt, wie es dann so meistens ist, dann hat er den Beat irgendwie da gehabt, der war zum Teil so, wie er jetzt ist, aber halt anders und so, da haben wir das wirklich auch Spaß gemacht. Haben so ein paar Stunden irgendwie raufgeklatscht und wie gesagt, dann habe ich das mal in Berlin hier allen gezeigt und so und da ist irgendwie jeder drauf abgegangen und so. Obwohl das, wie gesagt, nicht zu meinem Albumzeug gehört hat, sondern einfach so nebenbei, just for fun. Aber du hast ja schon öfters gesagt, dass dir Elektro gefällt. Ja, ich finde die Mucke geil, ja. Vor allem minimal. Ich finde auch, ja, man, überteilt. Vor allem auch sehr viele aus Berlin, die Künstler so, von daher passt irgendwie, ne? Ja, du machst viel mit Gordon jetzt gerade? Ja, mit Gordon mache ich viel, ja, eigentlich so gut wie mein ganzes Album. Echt, ja? Ja. Und sind da mehrere Elektro-Sachen auch drauf, oder? Ja, wir haben noch so ein Ding, auch Just for Fun gemacht. Also wie gesagt, die sind immer, wenn wir Feierabend haben und ein geraucht oder ein Bier und dann kommt halt so was immer. Ich habe noch so ein Ding gemacht, so noch so ein Brett. Okay, wie ist, mal wie gucken, ist, die, wie ich das wie ist die Zusammenarbeit so mit dir und Gordon? Wie kann man sich das vorstellen, so wenn du jetzt da öfters hingehst und so? Dann cool, so wie Homie-mäßig. Also wir sind schon Freunde mittlerweile. Und so ist auch die Zusammenarbeit so. Also was findest sehr, du? Sehr entspannt auf jeden Fall. Und so, ja, wir sind für alles zu haben, wir beide so. Wir
Wir haben da irgendwie keine... Ihr lacht auch viel und so. Wir lachen viel und so, ja. Und wie gesagt, wir hören viel zu dem anderen und so. Also wir vertrauen gegenseitig auch, dass wir den Plan haben mäßig. Also keiner ist so krass von sich selber überzeugt. Korrekt. Also es ist eine gute Zusammenarbeit, weißt du? Also ich höre ihm zu und jeder hat immer geile Ideen und so. Und ist geil. Also ist eigentlich der erste Produzent, mit dem ich so als meinen wirklichen Produzenten sehe, so zur Zeit. Cool. Doch wie gesagt, davor habe ich mir Beats gepickt, so auch von guten Produzenten, aber das ist so jetzt mein Produzent. Und was findest du an seinem Style so musikmäßig? Dass er halt mir immer was Neues anbieten kann und so. Ja. Also der versteht mich mittlerweile. Er weiß, dass ich halt nicht so festgefahren bin in eine Richtung und gerne Sachen ausprobiere. Und das ist eigentlich das Ding so. Das versteht er voll und so sind auch seine Beats. Also der Junge hat auch alles drauf. Cool. So, der könnte auch krass Pop machen und so, wenn er will. Ja, geil. Er macht ja auch Elektro nebenbei, hat er ja auch ein Projekt, die, wie heißen? Die Stalker-Riesen, genau. Stalker-Riesen? Ja, auf jeden Fall. Ist so mehr Großraum-Disco. Aber wie gesagt, der Junge hat es voll drauf. Von daher. Letzte Woche ist ja ein Video rausgekommen von dem, der Mann mit dem Klang. Ja. Naja, konntest du dich mal wieder austoben? Waren ja aber auch ein paar ältere Sachen. Naja, ist ja von Spectre und von Excel. Und was soll ich sagen? Hast du extra was dafür so gedreht? So wie ich und Gordon uns an dem Track ausgetobt haben. Wir saßen ja auch hinterher so nächtelang und haben da rumgebastelt. Und genauso haben die dann den Track gefeiert und haben dazu das Video gebastelt. Und hatten auch so krass Spaß. Ich habe ja gesehen, ich bin ja irgendwie die Woche jeden Tag da gewesen im Schnitt und so. Und die sind übelst abgegangen. Ich dachte schon, die haben was geschmissen. Ja, wie gesagt, so alles just for fun und so. Wie gesagt, vielleicht kommt ja auch auf mein Album rauf. Also ist jetzt nicht so just for fun und dass ich nicht dazu stehe, aber man soll das nicht so krass jetzt hier deuten, dass ich neue Persönlichkeit oder so habe, wie gesagt. Ich entwickle mich halt musikalisch und ich mache einfach, was ich will. Vielleicht kommt der auf mein Album, vielleicht auf die Premium. Vielleicht habe ich noch drei von der Sorte auf mein Album, man weiß nicht, weißt du? Genau. Mal gucken, Alter. Und? Aber wie gesagt, ich bleibe auch krass meinen alten Style treu. Wie weit bist du schon mit deinem Album jetzt denn? Boah. Ja, bei 80%, sag ich mal. Okay. Also wir waren schon fleißig. Wir haben auch schon ein paar Single-Kandidaten und so, wie gesagt. Nur der Albumname ist noch nicht da. Ist wie immer. Korrekt. Weil noch irgendwelche anderen Pläne für 2008? Machst du noch irgendwas? Gehst du auf Tour oder so? Also ich mach die Ansage mit. Also Ansage 8. Ich glaube, dieses Jahr soll die Ansage noch rauskommen. Also wir waren auf jeden Fall im Studio und haben aufgenommen dafür schon. Auch richtig krass. Es war noch nicht ganz fertig, aber dies geplant. Danach soll mein Album kommen und danach soll es auch weitergehen. Ich werde mit Bobby auch bald Heiße Ware 2 anfangen. Korrekt. Haben wir auch diese Woche beschlossen. Cool. Ja, das sind eigentlich so die Pläne für mich. Erstmal so mein Album rausbringen nach der Ansage und dann mit Bobby mal wieder was machen. Ja, cool. Ja, Mann. Willst du noch was sagen? Feiert den Mann mit dem Klang. Dreht ja, genau. Auf, Alter. Checkt Agro TV für das Checkt Video. Checkt Agro TV für das Video, genau, Alter. Und bald kommt die Ansage und mein Album und so. Und dann ist Tony Damager wieder am Start, Alter. Cool, und dann hören wir jetzt erstmal den Track hier bei Agro Radio, Alter. Bis gleich. Yeah, 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 yeah. Tony D, aka Tony Disco, ist zurück. Er ist der Mann mit dem Klang. Checkt auf Agro TV das Video und feiert Damager Style auf den Über-Elektro-Beat von Flash Gordon. Ab 29. August ist der Track als E-Single am Start. Agro Berlin, niemals. Agro Radio, exklusiv. Yeah.
Radio exklusiv. Detlef, wie geht's dir? Mir geht's gut, hallo, bin ich nicht. Alles klar, Alter. Der Sidos Kollege bei Popstars, Alter, auf Tech. Erzähl mal, was hast du gedacht, so, als du gehört hast, Sido wird dein Partner bei Popstars? Ja, ich dachte wirklich von Anfang an, coole Idee. Weil, Typ, der was zu sagen hat, Typ, der auch damit leben kann, dass er aneckt, ja, dass er vielleicht mal polarisiert und nicht alle ihn gut finden. Und jetzt fängt er ja auch an, nicht mehr nur über die S-Wörter zu rappen, sondern auch über gute Familie, und da bin ich natürlich dann ganz vorne dabei gewesen. Korrekt, hast du das auch, konntest du das mitentscheiden, dass er dabei ist, oder wie sieht das aus? Ja, das wird mir ja immer vorgeschlagen. Okay. Also, mir wird immer gesagt, okay, guck mal, wir könnten uns jetzt den oder den vorstellen oder das, und wenn dann wirklich ein Veto kommen würde und ich sagen würde, okay, hier, dann bin ich nicht dabei, dann muss man halt gucken, was wäre dann für den Sender wichtiger gewesen, aber die Frage hat sich bei Sido nicht gestellt. Cool, cool. Ihr seid ja schon am Drehen. Wie läuft die Staffel bis jetzt so? Ich kann mich nicht beschweren. Ganz ehrlich, das ist wirklich, ich glaube, Sido und ich, wir wechseln uns so, wir sind so die verbalen Tennisspieler. Weißt du, wir sind diejenigen, die auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, cool. Und sagen, okay, komm, lass mal hier eine Ansage machen. Und Luna ist diejenige, die wunderbar in der Mitte das Ganze irgendwie ausgleicht und pariert. Geil. Sido hat ja vorher gesagt, dass er sich am meisten freut darauf, den Leuten erstmal die Meinung richtig live zu sagen und nicht nur in der Glotze, also sein Fernseher besser gesagt. Hat er sein Wort bis jetzt gehalten? Du, der geht schon gut ab, aber er sieht natürlich auch eins, oder er stellt natürlich auch eins fest, was? Es ist, wenn man dann selber vor Ort ist, es ist schon eine andere Hausnummer, als wenn du es nur im Fernsehen siehst. Ja, weil das sind ja auch Emotionen, die da eine Rolle spielen. Der hat jetzt noch kein Pipi in den Augen gehabt, aber ich glaube, dass ihm schon die ein oder andere Sache doch ein bisschen nahe gegangen ist, ja. Geil. Wie ist denn so die Aufteilung so? Habt ihr so spezielle Gebiete so, dass du halt nur fürs Tanzen zuständig bist und sag jetzt mal Sido so für Style oder so? Oder habt ihr da alle gleiche Bestimmungsrechte? Naja, wenn du dir guckst, was sind so die Grundkompetenzen, dann ist Sido, der ja mittlerweile auch produziert, sicherlich da in dem Bereich, was kommt da stimmlich rüber, nicht inkompetent. Das ist Luna auch nicht, weil sie natürlich selbst Sängerin ist. Und ich denke, durch meine Erfahrung weiß ich, okay, was hört sich gut an und was hört sich einfach scheiße an. Er äußert sich aber gerne und oft natürlich auch über Styling. Ja, und da gehen unsere Meinungen dann manchmal ein bisschen auseinander, weil für ihn ist natürlich sehr wichtig, wirklich vorne und hinten so wenig wie möglich. Von mir aus, bei dir können sie von mir aus auch mal was anhaben. Aber das ist immer ganz lustig. Cool, cool, danke. Du bringst da selber noch eine dicke DVD am 29. August raus. From Berlin to LA, das ist irgendwie ein internationales Hip-Hop-Dance-Projekt. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Das ist fett. Ich habe letzte Woche mit Sido gesprochen. Er sagte, ich muss in diesem Jahr noch nach Los Angeles. Das war ich. Mensch, ich war da gerade im Mai, weil er da irgendwie seine Nike-Tonschuh stylt oder stylen lässt. Mhm. Als Vertreter von Nike in Deutschland, weil ich natürlich ziemlich geil finde. Ja. Cool. Und ich habe dort jetzt über 3 Jahre unsere Choreografen Los Angeles Kontakte gepflegt. Und jetzt haben wir uns zum ersten Mal dazu entschieden, aus Deutschland sozusagen
ein DVD-Projekt zu machen, was auch in Amerika veröffentlicht wird. Nämlich 8 Choreografien von den US-Choreografen Nick Wilson, David Moore und Tyson Edwards und mir zusammen. Mit allen Dance-Allstars, die wir haben, mit allen Popstars, mit den Popstars-Gewinnern, mit den Dance-Stars-Gewinnern und meinen Star-Coaches. Also wer Bock hat zu tanzen, wer Bock hat, internationalen Style zu sehen, der muss sich den Scheiß auf jeden Fall holen. Ja, cool, dann wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg damit. Und dann hast du noch einen Wunschtrack von Sido, den du jetzt gerne hören würdest? Ja, ich sage euch, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich liebe ihn hier. Vater, Mutter, passt mal auf eure Kinder auf. Wie heißt denn der jetzt auch? Wie heißt denn der nochmal? Sag doch mal da. Was war das? Dings war nicht Hals im Maul. Nein, nicht Hals im Maul. Wie heißt denn der? Augen auf. Augen auf, genau, den würde ich gerne hören. Alles klar, Christe. Alles Gute für euch, ja? Danke dir auch, Alter, und viel Glück noch mit Sido da. Danke für den Tipp. Ciao. Jetzt exklusiv bei Agroradio. Hey, hallo Kinder! Hi Anna, hi Thorsten und die anderen. Levent, leg das Handy weg. Okay, soll ich euch meine Geschichte erzählen? Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann Agro bekam Radio Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Trinken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, ficken auf'm Weiberklo. Flatrate saufen, 56 Tequila-Shots, einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Justin war nicht gerade ein Wunschkind, doch seine Mama ist der Meinung, abtreiben gleich umbringen. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Agro Radio, klein auf im Hain auf. Doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass das nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemals 18 wird, kann man nur wenig hoffen. Denn er raucht mit 6, kifft mit 8 und ist mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Du hörst Agro Radio mit Moderator Bin ich nicht. Jetzt Agro Radio Ghetto News. Welcome here zu den Agro Radio Ghetto News. Greco, typisch griechisch. Das deutsch-griechische Sektenmitglied wird am 26. September sein Debütalbum Typisch Griechisch veröffentlichen. Natürlich über Sektenmusik. Nach diversen Gastbeiträgen und seinem Mixtape Ein Level Weiter hat er sich schon einen Namen gemacht. Der Typ ist krass. Checkt weitere Infos. MC Bastard Free Track. Es gibt mal wieder einen neuen Free Track aus dem Hause Horrorcore. Diesmal handelt es sich um einen Feature Track. Hört die Glockenläuten Remix von MC Bastard featuring Sick Joker und MM1. Check bass.com. Frown Arts Money Mark featuring Alexander Markus Video. Arts Musik und Konto Records präsentieren das brandneue Video Florida Lady von Frown Arts Money Mark featuring Alexander Markus. Die erste Single von dem kommenden Compilation Atzen Musik Volume 1. Jetzt checken. Alper Gun und Automatik live auf Tour. Vom 4. bis zum 9. Oktober könnt ihr die Nürnberger Rap-Brüder und Alper Gun live erleben.
über Party und krasse Skills sind vorprogrammiert. Check die Dates der Kanak Attack Tour 2008. Und hier noch eine kurze Übersicht über dicke Releases. Fuhrmann und Band, zwei Chaoten, seit Juni 2008 draußen. Jonesmann, echte Musik, ist jetzt schon draußen. Gorilla, Deutschrap-Hooligan, seit Juli 2008 draußen. Daisy Dog und Yasha, Genies, seit 8. August draußen. Und nicht vergessen, am 29. August kommen Südberlin, Maskulin und Tony Disco, der Mann mit dem Klang. Und ich bin jetzt draußen. Agro Radio, Ghetto News. Du musst auf dein Herz hören. Sidos dritte Single Herz aus seinem Nummer 1 Album Ich und meine Maske ist am 10. Oktober am Start. Du musst auf dein Herz hören. Der Maskenmann gibt die Richtung vor. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Und am 10. September gibt's dann Live-Action. Sido geht mit Live-Band auf Tour. Checkt noch schnell Tickets, sonst ist draußen feiern angesagt. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du's willst, da misch ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Freunde fürs Leben, heute und für ewig, ich und meine Maske. Und genau darum, ich reich dir die Hand, bevor ich von dir geh, mein Freund. Bevor ich von dir geh, komm, wir lassen alte Zeiten hinter uns. Glaub mir, ich geh nicht ohne Grund. Es waren Blut, Schweiß und Tränen, doch du hast die Wahl. Ich reich dir die Hand, bevor ich von dir geh, mein Freund. Bevor ich von dir geh, komm, wir lassen alte Zeiten hinter uns. Schweiß und Tränen, doch du hast die Wahl. Tja, ja, so ist das, jetzt geht er, auch wenn es traurig ist. Die Sachen gepackt, er haut ab, sobald die Platte draußen ist. Und hoffentlich verkauft sie sich, geht und erfüllt den Traum für mich. Glaub mir, die Beats gehen aufs Genick, man genießt jeden Augenblick. Versteht das endlich, yeah. Du verstehst gar nichts, weil du dekadent bist. Du musstest nie kämpfen, du weißt nicht, wie wichtig jeder Cent ist. Rilla weiß es, und ich wünsch mir so, dass Rilla reich ist. Doch ich seh ihn jahrelang nur kämpfen wie ein wilder Haifisch. Auferstanden aus Ruin, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und wenn ich ihn so weggehen seh, frag ich mich, wann wird's Zeit für mich? Komm und begleite mich. Nein, mein Freund, mein Glück liegt hier. Ich reich dir die Hand, mein Bruder, komm du noch ein Stück mit mir. Ich reich dir die Hand, bevor ich von dir geh, mein Freund. Bevor ich von dir geh, komm, wir lassen alte Zeiten hinter uns. Glaub mir, ich geh nicht ohne Grund. Es waren Blut, Schweiß und Tränen, doch du hast die Wahl. Ich reich dir die Hand, bevor ich von dir geh, mein Freund. Bevor ich von dir geh, komm, wir lassen alte Zeiten hinter uns. Glaub mir, ich geh nicht ohne Grund. Okay, willkommen zurück hier bei Agro Radio. Jetzt hier auf der Agro Couch. Der Stolz aller Ostler und Westler.
Gorilla! Yeah! Was ist los? Wie geht's dir, Alter? Alles geil, alles geil. Chillig so, gerade aus dem Studio gekommen, noch neue Bretter geschustert und so. Und jetzt mal hier vorbei geschlittert bei euch auf der Couch Platz genommen. Du hast noch jemanden mitgebracht? Willst du dich selber vorstellen? Bringen? Ja, hier ist Tyron Berlin. Yeah. Die rechte Faust von Rilla. Ja, nee, eher die linke. Eher die linke. Meine rechte ist gut, aber die linke lässt zu wünschen übrig. So, Klopp ich ab und zu machen, weißt du. Cool, du hast ja am 25.07. dein Album Deutschrap Hooligan rausgebracht. Korrekt. Erzähl doch mal ein bisschen. Wie lief es bis jetzt so? Ja, Deutschrap Hooligan läuft extrem gut. Wir machen das ja jetzt momentan komplett alles selber. Mhm. Über einen Online-Vertrieb, über www.releaseyourself.net. Und es ist eine Art Plattform, auf der wir das machen, die wird gerade entwickelt und da gehen im Prinzip ja 80%, 85% zum Künstler, also sprich der Löwenanteil des Albums geht zu mir, was extrem geil ist. Hm. Das ist natürlich beim normalen Labelvertrag, wenn du jetzt einen Bandübernahmevertrag hast, einfach nicht möglich ist. So. Und darum kriegen wir momentan den Arsch mit Release Yourself selber dick an die Wand so. Und das macht sich natürlich bemerkbar in den Sachen. Die Leute peilen das jetzt auch langsam, dass Deutschrap Hooligan auf Release Yourself zu bekommen ist und es läuft super. Cool. Was hast du für Features und Produzenten? Du produzierst sehr, sehr viel. Ich nehme mal nicht an, dass du viele Außenproduzenten doch, hast. Doch. Echt? Ich hab bei Deutschrap Hooligan, wie ich es bei Auferstanden aus Ruinen auch gemacht habe, das 50-50 gehalten. Ich lasse mich gerne inspirieren, auch von anderen Produzenten. Ich bin da nicht so ein Ego-Schwein so. Ich sag halt immer, ich mache 50% und den Rest will ich mich inspirieren lassen von anderen Produzenten. Und da habe ich auf Produzentenseite habe ich mich ein bisschen europäisch umgeguckt. So. Ich einerseits mit ein paar Schweizern gearbeitet, den Beatgrinders, dann mit ein paar Bosniern, Bosnian Dogs heißen die. Und ansonsten Knockout Twins sind noch mit drauf, die haben produziert, Belfirst hat produziert. Und ansonsten, wie gesagt, ich und dann Features, denke ich, mache ich gleich weiter. Und dann Features habe ich Sido drauf, Kitty Cat, B-Tight, Set, Newcomer aus Dessau. Dann habe ich meine Jungs vom Plattenbau natürlich dabei, den A-Brew, den Hammer und Circle und Merc. Und ja, und meine Wenigkeit. Ach echt, du bist auch drauf? Ich feature mich ja selber, die ganze Platte so. Hammer. Killer. Auf die Idee müsste Harris auch mal kommen. wenn man den Titel hört, Deutschrap Hooligan, denkt man erstmal Action Jackson, alles kaputt machen und so. Mhm. Dann hört man aber dann die erste Single, das ist die erste Single, oder? Ja, Fremder Bruder, ja. Wo du ganz anders irgendwie so eher halt schon fast melancholisch eigentlich und davon redest eigentlich, dich davon zu distanzieren. Erzähl mal ein bisschen so. Ja, das Ding ist, dass der Titel Deutschrap Hooligan ja drei Worte sind. Also ich schreibe Deutschrap Hooligan als Albumtitel nicht in einem Wort, sondern sage Deutsch-Rap-Hooligan. Das heißt, es sind alles Sachen, die man auf mich münzen kann. Ich bin deutsch, ich mache Rap und ich war ein Hooligan. Und diese drei Sachen erzähle ich im Prinzip auf dem Album. Ich erzähle sehr viel darüber, wie ich zu meinem Land stehe. Ich erzähle sehr viel darüber, wie ich zu Rap stehe. Und ich erzähle sehr viel darüber, über meine Vergangenheit als Hooligan zum Beispiel. In zum Beispiel Titeln wie Deutschrap Hooligan. Fremder Bruder, muss man so sehen, war die erste Auskopplung mit Video im Prinzip. War aber für mich an der Zeit, dass einfach mal ein Rapper eine Position bezieht und sich mal äußert zu den Sachen, wie Rap hier in Deutschland gerade dargestellt wird. Und für mich war es so, dass ich gesagt habe, mir passt es nicht. Ich will da ein bisschen was loswerden und habe das in Fremder Bruder verarbeitet. Jetzt sagen mal, die YouTube-Links geben mir da auch recht, dass es dermaßen angenommen wird und die Leute auch sagen, ey, endlich mal jemand, der es so auf den Punkt bringt. So, weil es war einfach an der Zeit und Fremder Bruder fasst es eigentlich zusammen und darum war das so wichtig für mich, auch mal mit so einem Track als erste Auskopplung rauszugehen. So. Voll cool, Alter. Voll geil, Alter. Hast du noch mehr so eine Tracks auf dem Album? Nicht wirklich. Das ist sehr, sehr facettenreich. Das geht für, Tyron sagt eigentlich immer, das ist so der typische Ostberliner Banger-Sound. So. Banger-Mucke, Alter. Ja, Banger-Mucke. Yeah. So. Ostberliner Atzen, Hooligan, Banger-Mucke. So. Das ist alles schon sehr, sehr hart, aber ich habe auch wieder emotional tiefere Sachen, so, wo ich auspacke. Dann habe ich Sachen drauf wie Hart und Stolz, wo es um meine Identität geht, so, wo ich auch mal sage, ey, ich brauche mich für meine Herkunft nicht schämen. So. Ich bin stolz drauf, dass es ein Lilienthal gibt, ich bin stolz drauf, dass es ein Goethe gibt, ein Bach gibt und so, weißt du, oder Otto und Diesel so. Solche Sachen habe ich verarbeitet auf Deutschrap Hooligan. Und von daher ist für mich auch ein sehr gutes Folgealbum zu Auferstanden aus Ruin, so, weil Auferstanden aus Ruin war ein extrem krasser Erfolg für mich. Voll. Und jetzt, ich habe halt mit Deutschrap Hooligan nachgelegt und bin da überzufrieden mit. Du hast ja bei deinem letzten Album, Auferstanden aus Ruin, hast du ja viel
Presse, Medien, alles bekommen, so auch von Leuten, die sich eigentlich gar nicht so für Rap interessieren. So, war das von dir gezielt so oder kam das einfach nur, weil es denn so ein Erfolg war und du irgendwie halt so boah, auf einmal ja, kamst? Ja, das war überhaupt nicht. Also ich habe daran gar nicht gedacht und war dann auch krass geflasht drauf, so, wo ich dachte, Alter, was geht denn jetzt hier los? Was habe ich da für einen Stein ins Rollen gebracht so? Einerseits ist es auch so, dass natürlich die ganzen Klischeeisierungen, was den Osten angeht, natürlich in den Medien dann auch dementsprechend breit getreten wurden. So. Aber im Endeffekt hat es meiner Popularität in Anführungsstrichen extrem geholfen. So. Also die Leute sprechen über mich, die Leute sprechen in dem Moment auch über den Osten, wenn sie über mich sprechen. Und im Endeffekt kann ich für mich sagen, ich bin da extrem stolz drauf, dass sie über den Osten reden, weil ja, dann kann ich sagen, ich bin die Speerspitze und kann sagen, ich bin der Erste, über den sie wirklich wirklich reden, ja, aus dem Osten. Und ich meine, da gab es schon Tiefler und Jalil, aber nicht mit so einem Kontext und nicht mit dieser Ernsthaftigkeit. Weißt du, was ich meine? So? Ja, so. Wollte ich gerade fragen, ja. So ist das. Glaubst du, dass das der Fehler war von den anderen ostdeutschen Rappern, dass sie damit auch nicht gefrontet haben und das stolz gezeigt haben, dass sie von genau. Da kommen, wo sie kommen? Genau, das war ein Fehler. Das war definitiv ein Fehler. Wenn wir vom Osten reden, ich will auch nicht alles grau reden, weißt du, was ich meine? Sondern es geht darum, dass wir das Problem im Osten haben. Wir haben eine Masse an Arbeitslosigkeit, wir haben Perspektivlosigkeit, wir haben Hoffnungslosigkeit und über diese Sachen hat Tiefler und Jalil, die haben darüber nicht geredet, als wäre es nicht existent, aber es ist existent und darum habe ich gesagt, man muss darüber reden und man muss den Leuten noch draußen zeigen, wie es bei uns aussieht. Und das Krasse ist ja, am Umkehrschluss war es ja dann so, dass wenn ich von Plattenbausiedlungen erzählt habe oder von der Platte an sich geredet habe, dass sich auf einmal Jungs aus dem Ruhrpott angesprochen gefühlt haben und selber aus in der Platte wohnen oder aus Mülheim oder weißt du, und dann gesagt haben, ey, geil, Alter, endlich sagt mal jemand, wie es in der Platte aussieht. Ja. Und dann war es auf einmal schon wieder kein Ostding, sondern es war ein Ding, weißt du, was halt alles zusammenfasst. So. Geil, Alter. Voll geil, Alter. Voll geil, Alter. Ja, man hört, du arbeitest schon wieder an einem neuen Album. Ja. Stimmt, ja? Ja, stimmt. Ja, ich bin ja ein Workaholic, beziehungsweise ich liebe meinen Beruf und mein Beruf ist das Produzieren von Musik und ob es jetzt meine eigene Person ist oder andere Leute. Ich habe jetzt die Alben von Abrew fertig gemacht, das Album von Abrew fertig gemacht, das kommt im Oktober. Dann das Album von Hammer und Zirkel kommt im Oktober. Und Tyron und ich, wir drehen uns jetzt mal ein Stück der Szene entgegen so und sagen, beziehungsweise eher weg, und sagen, wir gehen mal in die andere Richtung und haben da ein Projekt, ich nenne es jetzt noch Projekt, aber eigentlich ist es so, dass ich sage, wir haben da ein Ding zusammen, das sich Haudegen nennt, ja. Wir nennen das Gossen Metal dieses Haudegen-Ding, da gehe ich gerade extrem drauf ab. So. Also es ist Hardcore gemixt mit Hip-Hop. Ich lasse nicht zu, dass jemand dazu Crossover sagt, sondern es ist einfach ein eigener Sound. Mhm. Und da flashen wir gerade drauf ab und ich habe euch da auch ein bisschen was mitgebracht, dazu später. Ja. Gehst du auf Tour irgendwie? Hast du irgendwelche anderen Pläne noch so? Machst du Plattenbau Ost noch größer, neue Signings? Ja, nee, wir machen es nicht größer. Das ist so, dass wir uns eher konzentrieren auf die Leute, die jetzt im Plattenbau aktiv sind. Wir werden bis Ende des Jahres auch eine Ansage Ost schmeißen, also ein Label-Sampler so. Der ist auch schon fast fertig. Wir haben ja da zum Beispiel auch einen Quotenwestler drauf, was halt extrem geil ist. Wer ist das? Weiß ich nicht, Alter. Das ist so ein Typ, der sitzt mir gerade gegenüber, Alter. Ist jetzt nicht. Also jetzt, ich würde sagen, es ist Dan, Alter. Alles klar. Cool, Mann. Ich wusste gar nicht, dass du rappst. Ja, Alter. Doch, aber ich. Dan ist der Geilste. Ich bring's ihm noch schnell bei, Alter. Nein, aber es ist einfach eine Menge Zeug in der Pipeline und das ist das, was ich mache. Ich bin ein kreativer Mensch, ich muss kreativ sein. So. Cool. Ey, dann komm bitte vorbei mit deinen neuen Projekten auf jeden Fall. Bist immer willkommen hier auf Agro Radio. Auf sich ist ja auch Agro. Ist ja Agro-Gossen-Metal so, weißt du? Es ist sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr auf die Schnauze so. Richtig in die Fresse. Es ist auf einmal sind Sachen möglich, die mit Rap gar nicht möglich sind. Fange an zu singen auf diesen Sachen zum Beispiel und kann in dem Gesang Emotionen verpacken, die ich in Rap nie verpacken hätte können. So. Und ich merke gerade, wie gut mir das tut, einfach mal wieder so ein bisschen raus aus diesem alten Schemen, so einfach mal was Neues machen und freue mich da auch extrem drauf, das irgendwann früher oder später zu präsentieren. So. Aber um nochmal ganz kurz, Harry, um auf das Live-Ding zu kommen, so, ich habe keine Tour am Start oder sowas. Ich plane da auch nichts großartig, weil ich bin so oder so eigentlich fast jedes Wochenende auch unterwegs, aber auf anderen Veranstaltungen. Wir sind auf Tattoo-Conventions und so. Wollte ich gerade drauf kommen. Ich glaube, ich habe dich mal auf dem Cover von einem Tattoo-Magazin gesehen. Ja, nicht auf dem Cover. Also ich hatte doch, da, das war auf. Also ja, so klein und dann okay. Drin war es dann recht groß. Groß. Ja.
Deine Beziehung zu Tattoos, erzähl mal. Ja, ich bin Tattoo-Junk, so, weißt du? Also, ich mag es, mein Leben auf meiner Haut zu verewigen, so, und alles, was ich auf meiner Haut habe, hat was mit meinem Leben zu tun, so. Und wir sind in dieser Szene seit etwa 2 Jahren, also auf diesen Tattoo-Conventions unterwegs, und werden da immer mit einer ganz krassen Herzlichkeit empfangen, mit einem, also es ist einfach überentspannt auf diesen Veranstaltungen. Und diese Tattoo-Conventions oder diese Szene gibt mir das, was Hip-Hop mir schon lange nicht mehr geben konnte. Diese Herzlichkeit, man kommt da an, man trifft sich, freut sich. Es ist eigentlich schon fast dieser Jam-Charakter wie vor, ich sag jetzt mal 10 Jahren, so, ich bin auch ein Dinosaurier in dem Ding so. Aber es ist dieser Jam-Charakter, der mir gefällt so. Und darum sage ich, ey geil. Und wir haben dann so eine Deal, so, ich trete dann auf, krieg eine kleinere Gage, werd aber cool. 3 Tage lang gepeikert. Korrekt, so. Falls jemand einen DJ braucht, Alter, ruf mich an. Ja klar, dann bist du jetzt mal dabei. 2. November, kannst du gleich mitkommen. Ja, alles klar. 2. November in Kiel. Ich leg auf für Lau, Hauptsache ich werd zugehackt, Alter. Sehr geil. Korrekt, Alter. Okay, ey, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf jeden Fall. Danke, dass ihr hier wart, ey, Alter. Schönen Dank. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Alter. Gorilla war am Start, Alter, hier bei Agro auf Radio. Sicher, Alter. Korrekt. Auf sicher. Agro Radio exklusiv. Radio exklusiv. AKA der Goldständer, ihr hört exklusiv nur auf Agro Radio. Ein kleiner Teaser für meine erste Single, sie will mich. Agro Radio exklusiv. Aus. Gegen mich sehen andere Ficker mal so richtig schlecht aus. Diese ganzen Männer haben weder Glanz noch Glamour. Sie sagen, Agro Radio exklusiv. Kranker Penner, ich bin ein Sexobjekt. Ladies kommen direkt ins Bett. Sie wollen mir ständig sagen, dass mein Ding so lecker schmeckt. Sie sagen echt, Agro Radio exklusiv. Das Stück wie ein Rohdiamant nach seinem letzten Schliff. Thank you.